Hallo, ich freue mich sehr, Sie auf meinem Kanal begrüßen zu dürfen. Mein Name ist Maren Torkler und meine Vision ist es, dass so viele Menschen wie möglich das Wichtigste zu ihren Medikamenten wissen. Heute geht es um das Thema Schilddrüsenhormone oder auch L-Thyroxin. Es wird kurz und bündig und dabei wünsche ich Ihnen viel Spaß. Wie die meisten von Ihnen sicher wissen, werden Schilddrüsenhormone nüchtern eingenommen, am besten eine halbe Stunde vor dem Frühstück. Da ist man ganz sicher, dass die Schilddrüsenhormone nicht durch Nahrungsbestandteile beeinflusst werden. Hier ist aber auch wichtig, daran zu erinnern, dass sie nicht mit Kaffee eingenommen werden dürfen, weil auch Kaffee die Aufnahme der Hormone in den Körper behindern kann. Ganz wichtig ist, dass sie zu Calcium, Magnesium und Eisen, sogenannten mehrwertigen Kationen, mindestens 2 Stunden Abstand halten, am besten sogar 4 Stunden, weil diese mehrwertigen Kationen die Aufnahme der Hormone in das Blut behindern können und das möchte man damit ausschließen. Was einige von Ihnen vielleicht noch nicht wissen, ist, dass auch Sojaprodukte die Aufnahmen der Hormone in den Körper behindern können. Das heißt, wenn Sie von einer eher fleischreicheren Ernährung hinwechseln zu einer eher vegetarischen Ernährung und das gerade durch Sojaprodukte kompensieren, dann kann es sein, dass Ihre Schilddrüsenhormone weniger gut in die Blutbahn aufgenommen werden und deshalb nicht so gut wirksam sein können. Wenn das der Fall bei Ihnen ist, dann sprechen Sie Ihren Arzt bitte darauf an, dass der nach einer geraumen Zeit nochmal ein Blutbild erstellt. Ich möchte auch kurz auf eine Über- oder eine Unterdosierung von Schilddrüsenhormonen eingehen. Eine Überdosierung kann sich äußern durch einen schnelleren Herzschlag, durch so ein Herzpochen, durch eine innere Unruhe oder auch Schlafstörungen, aber auch gerne durch Gewichtsverlust, der nicht erklärbar ist. Eine Unterdosierung kann sich dadurch äußern, dass Sie plötzlich an Gewicht zunehmen, dass Sie Probleme mit Verstopfung haben oder aber auch häufiger frösteln, Ihnen häufiger kalt ist. Wenn Sie sich in einigen dieser Symptome wiedererkennen, dann halten Sie doch bitte Rücksprache mit Ihrem Arzt. Ich gehe ganz kurz auf die Wechselwirkungen an, die Schilddrüsenhormone haben können. Die Wechselwirkungen sehen so aus, dass wenn andere Medikamente zusätzlich eingenommen werden, dass es sein kann, dass entweder die Schilddrüsenhormone oder die anderen Medikamente nicht gut oder sogar verstärkt wirksam sein können. Es gibt Substanzklassen wie zum Beispiel den Wirkstoff Amiodaron, den nimmt man ein bei unregelmäßigem Herzschlag. Dann sind zu erwähnen zum Beispiel Epilepsiemittel oder auch Johanniskraut. Es gibt Blutverdünner, aber hier nur die Wirkstoffe Fenprokumon und Warfarin. Schauen Sie auf Ihre Packung, auf Ihre Arzneimittelpackung. Da steht irgendwo immer Wirkstoff-Doppelpunkt. Wenn dort diese Wirkstoffnamen zu lesen sind, dann kann es sein, dass es zu Wechselwirkungen kommt. Bei der gleichzeitigen Einnahme von Beta-Blockern, wie zum Beispiel dem Metoprolol oder dem Bisoprolol oder dem Nebivolol, kann es auch zu Wechselwirkungen kommen, genauso wie bei der Einnahme von Cortison-Tabletten, hier aber nur nicht die Einnahme von 3-4 Tagen, sondern wirklich, wenn man die Cortison-Tabletten über einen längeren Zeitraum nimmt. An alle Frauen von Ihnen, auch die weiblichen Hormone, die man in Form der Antibabypille zu sich nimmt oder aber auch in den Wechseljahren, die können auch dazu führen. Letztendlich sind die Wechselwirkungen mit den anderen Medikamenten gerade nur dann relevant, wenn irgendwie bestimmte Werte so schlecht einzustellen sind und man sich irgendwie wundert oder aber auch, wenn die Dosis an Schilddrüsenhormonen vom Arzt verändert wird oder die genannten anderen Medikamente in der Dosierung verändert werden, dann sollte man immer noch mal schauen, dass man die Schilddrüsenhormone überprüft. Wenn Sie zu dem Ganzen noch mehr erfahren möchten, empfehle ich Ihnen mein Video Schilddrüsenhormone L-Thyroxin intensiv. Und ansonsten erinnere ich gerne daran, dass Glücklichsein doch die beste Medizin ist. Bis zum nächsten Mal. Tschüss!